Tobias Strahmann, herzlich willkommen. Kurz vorstellen, was machst du so im Leben? Ich arbeite an der Uni Wirtschaftsgeschichte und ich habe also einen Nachdiplomkurs, den ich leite. Der heisst Applied History. Das ist so für Leute, die gerne Geschichte studiert hätten, aber sich nie getraut haben, weil es ein brotloser Beruf ist. Und die kommen dann zu uns. Die Spatzünderart, genau. Die Leidenschaft für Geschichte entdecken im höheren Alter. Du bist Wirtschaftshistoriker. Ja. Also Wirtschaft. Ja, hast du einen richtigen Lauf im Moment? Geht es wieder ganz stark um Banken. Ja. Wir haben das Jubiläum. Ein Jahr UBS, Übernahme von der CS. Was hat dich eigentlich zu dem geführt, dass du da Wirtschaftshistoriker und nicht Allgemeinhistoriker geworden bist? Ja gut, ich bin ja, also ich habe Geschichte studiert und dann bin ich in Journalismus und mich hat Wirtschaft immer sehr interessiert und prägend war für mich die Asienkrise Ende 90er Jahre und ich wollte einfach das verstehen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du noch mal an die Uni und dann habe ich mich spezialisiert eben so auf Geldpolitik, Makro und ja, seitdem mache ich das. Und du bist eigentlich überall auf allen Kanälen, oder? Also wenn jetzt irgendwie etwas los ist mit Banken, insbesondere, weil ja, wir sind nach wie vor ein Bankenland, dann kommst du, oder? Also jetzt gerade letzte wieder, Bilanz-TV heisst das, glaube ich, im Schweizer Fernsehen. Oder überall, auch in den Kommissionen, wenn Bern etwas will, bist du auch dabei, nein, oder? Nein, bist du nicht dabei? Nein, okay, wieso dort nicht? Keine Ahnung, aber gut, es ist auch, weil ich schreibe ja noch eine Kolumne, einmal pro Monat. Und dann bist du irgendwie, das ist eine andere Rolle, ich bin nicht Experte, ich bin ja mehr der, der versucht, ein bisschen das Zeug einzuordnen. Und die kannst du nicht brauchen in der Kommission. Und ich wollte ehrlich gesagt, ich wollte auch nicht befangen sein. Ich bin jetzt auch nicht so scharf auf das. Du bist eigentlich zufrieden in dieser Rolle? Ja, extrem, ja. Uni, Zürich und eben Medien und so weiter. Und gut, es ist ja schubweise, nur zu sagen, ich bin nicht permanent. Nein, es sind so Schub. Genau. Aber ich bin also froh, dass du jetzt gekommen bist. Ja, wir sind per Du seit einem Jahr eigentlich, seit es da ein bisschen losgegangen ist mit dieser CS. Ja, das verbindet uns jetzt. Ja. Ich habe hier die Bilanzausgabe, ist jetzt schon ein bisschen älter, vom Dirk Schütz, der hat ein Buch geschrieben, oder? Zu hart am Wind, Credit Suisse. Er kommt eigentlich zum Befund, dass es um die Leute von der CS schade ist, aber um die Bank nicht. Ist das auch ein bisschen deine Meinung? Die Bank ist einfach kaputt gewesen. Die hat eigentlich müssen untergehen. Ja gut, das kann er besser beurteilen. Also das wird schon stimmen. Ich meine, ich finde es trotzdem wahnsinnig schade, dass wir jetzt nur eine Grossbank haben. Und es ist ja nicht nur, dass man nostalgisch ist. Das ist ja blöd. Oder? Es gehen ja immer Firmen wieder runter. Aber gleich, was da Know-how, die Marken, was da alles verloren geht. Auch die Chancen, die die Leute haben, die dort oder Ausbildung gemacht haben. Sie haben irrsinnige Chancen gehabt. Und das hat ja allen schlussendlich genützt, der ganze Schweiz. Und jetzt klar, jetzt haben wir eine grössere Bank, die zum Teil das ein bisschen auffängt. Aber es ist natürlich schade. Und wir haben mit zwei Banken ist immer besser als mit einer. Du würdest eigentlich so gesehen sagen, CS fehlt. Weil ja, das war ein Teil von dieser Schweiz. Trägt ja Schweiz im Namen. Und hat bei aller Kritik haben sie eben doch etwas natürlich repräsentiert. Eine erste Bank, oder? Also 19. Jahrhundert. Ja, und sie hatten ja Stärken gehabt. Gerade im Schweizgeschäft hat man immer gesagt, sie machen das gut. Und auch bei den Exportkrediten hat man das ja immer gesagt. Überhaupt Firmenbetreuung sagen sogar eher besser gewesen als du. Und das ist ja gut. Aber ich meine, ich bin nicht nostalgisch. Ich würde nie sagen, es darf nicht passieren. Das ist völlig normal, dass Firmen immer wieder runtergehen. Ja gut, Banken nicht. Da hat man immer ein bisschen Angst. Ja, hätte man dann können, hätte man dann jetzt können. Wir sind ein bisschen jetzt in dieser nochmal Betrachtung von dieser Zeit, wo die CS gekippt ist. Jetzt vor einem Jahr hätte man sie dann können retten, irgendwie durch Bern, durch Zürich, Nationalbank. Ja, ich weiss immer noch zu wenig. Ich finde einfach, bei der UBS 2008 oder sagt mir jetzt im Nachhinein schon überhaupt kein Problem gewesen. Die hätte ja eigentlich nur die Abschreiber eigentlich vorne und das geht natürlich. Dann können wir eine Bank schon stabilisieren. Und ich muss einfach sagen, aus der Erfahrung damals, und da bin ich jetzt auch schon recht nah dran gewesen, ist das nicht so klar gewesen. Und wenn man jetzt sagt, ja, CS ist ein ganz anderer Fall, wissen Sie, das ist viel komplizierter. Kann schon sein, aber bei der UBS hat man auch die Meinung komplett geändert. Oder damals hat man gesagt, das wird schwierig. Wir hatten übrigens damals auch kein neues Management gerade gehabt, oder? Also 2008, wo die Stabilisierung gekommen ist, das ist ein paar Monate gegangen, bis der Herr Grübel, Herr Villiger gekommen ist. Und jetzt sagt man, da muss man sofort jemanden haben, der das sofort neu macht.
Das war dort auch nicht so gewesen. Und, ich meine, die Börse ist dort 6 Monate einfach nur so runter. Wir hatten eine Weltfinanzkrise. Also das war auch riskant. Und darum bin ich nicht bereit, schon zu sagen, ja, das ist die einzige Möglichkeit gewesen. Also, Fusion. An und für sich vom Zustand, wo man sich damals im 08 drin befunden hat, durchaus vergleichbar. Vielleicht genau. Sogar noch schärfer gewesen. Amerika ganz schon. Stark betroffen. Genau. Oder? Die haben dann die grosse Bazooka für den Fed und es ist nicht gegangen. Die Kurse sind weiter gesunken und so. Und man hat eigentlich dann vom Staat her eine Lösung gesucht, zusammen mit der Nationalbank. Jetzt ja, liegt die Betonung da drin, immer zu sagen, die Bank, die CS wäre am Montag, am 20. Heute, wo man das aufzeichnet, ist der 20. Wäre sie pleite gegangen, oder? Und du würdest jetzt sagen, es hätte eben durchaus die Möglichkeit gegeben, reinzugehen, aber warum hat man es dann nicht gemacht? Ja gut, also eben, also ich kann nicht sagen, dass das sicher funktioniert hat, weil ich bin zu wenig nach dran. Aber ich find nur wichtig, dass man über Varianten redet. Es geht ja auch um die Zukunft. Oder wenn man natürlich von Anfang an sagt, in Zukunft können wir nur eine Fusion machen. Ja, dann, was machen wir denn? Ich meine, das ist eine ziemlich schwierige, grenzüberschreitende Fusion. Das scheitert wahrscheinlich. Es geht mir auch um das, oder, dass wir ja wieder könnten in die Lage kommen. Das kann man nicht ausschliessen. Ja, dann müssen wir aber schon wissen, was die Optionen gewesen wären, jetzt im letzten März. Und wenn man von Anfang an sagt, das geht nicht, dann finde ich, hat man auch für die Zukunft zu wenig Varianten. Ja, ich meine, es ist klar, dass sie es so gemacht haben, weil das ist einfach das Sicherste gewesen. Und man kann ihnen dort wirklich keinen Vorwurf machen. Das Ziel haben sie erreicht. Also eben am Montag war Ruhe gewesen. Warum? Aber es ist ja dahinter auch die Überlegung von Bern, Finanzministerium, und von Zürich, Thomas Jordan, Nationalbank, nicht den Weg zu gehen von einer Verstaatlichung, von einer Rettung durch die Eidgenossenschaft direkt mit Steuergeldern ins Risiko zu gehen. Man hat das nicht gemacht, weil man eine andere Option hatte, wo man gesagt hat, geht besser. Man hat es den UBS geschenkt, 3 Milliarden, was auch immer. Guter Deal. Kommt immer mehr zum Vorschein. Oder? Ja. Und jetzt nimmt mich einfach Wunder, du hast 2008 erwähnt, dort hat man auch in einer sehr ungewissen Situation hat man das Risiko genommen als Bern und Nationalbank. Warum jetzt? Was hat sich denn geändert? Liegt es am Gesetz, liegt es an den Leuten, liegt es an der Welt? Ja, am Schluss liegt es immer an den Leuten, oder? Das ist klar. Und also ich glaube, 2008 hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Die Finanzkrise hat im Sommer 2007 angefangen, richtig. Und die Rettung ist mehr als ein Jahr später gekommen von der UBS. Also das war eine längere Phase gewesen. Aber am Schluss lag es natürlich an den Leuten. Aber wir müssen natürlich jetzt in Zukunft etwas machen, wo nicht der Messenspieler auch zu gross ist. Oder dass am Schluss der Charakter der Leute entscheidet, ob man frühzeitig oder spät reingeht. Oder? Also du meinst, es darf nicht abhängig sein von wer jetzt gerade ein Drücker ist. Wir müssen ja gar nicht unbedingt reden, besser oder schlechter, sondern von den Charakteren. Ja. Jeder hat seine Persönlichkeit. Genau. Die einen sind sehr vorsichtig, die anderen sind vielleicht auch ein bisschen wagemutig. Also Philipp Hildebrand im 2008 zusammen mit Jean-Pierre Roth war vielleicht ein Typ gewesen, Hedgefondsmanager. Hildebrand später hat sich das ein bisschen zu seinem Nachteil ausgewirkt, hat man das Gefühl. Oder? Ja. Aber ein Machertyp, oder? Und jetzt einmal Thomas Jordan vielleicht eher der Vorsichtige. Ja, er war einfach sicher sehr korrekt gewesen und hat in dem überhaupt keinen Fehler gemacht. Oder? Da kann man ihm wirklich nichts vorwerfen. Und ich meine, es ist immer schwierig von außen, das zu kritisieren. Hätte ich jetzt das besser gemacht? Wahrscheinlich auch nicht. Oder? Gut, das ist nicht deine Rolle. Nicht, schon, aber eine gewisse Glaubwürdigkeit braucht man schon. Ich meine, ich habe ein einfaches Leben im Vergleich. Und ich bin darum auch ein bisschen vorsichtig mit der Kritik. Aber mir geht es gar nicht um Schuldzuweisung, sondern mir geht es darum, es kann genau wieder so passieren, irgendein Bankrun, und dann ist man völlig überfordert. Und dann muss man ja verstaatlichen. Und wenn man jetzt sagt, ja, das geht gar nicht, ja gut, aber was ist denn das nächste Mal? Oder? Gut, das ist jetzt ein grosser Satz, gelassen ausgesprochen. Das nächste Mal müssen wir ja verstaatlichen. Ja, es gibt ja keinen grösseren noch als die UBS. Die UBS ist der halbe Finanzplatz, hat man fast das Gefühl. Oder? Also nahezu. Dort taucht ein Szenario auf, ja gut, dann übernimmt das dann, wenn man eben nicht will, verstaatlichen, eine JP Morgan. Also sicher kein Chinesen. Ja gut, vielleicht sind dann Chinesen am Drücken, aber gehen wir mal davon aus, die Amerikaner heben sich noch eine Weile. Ja. Dann wäre es dann irgendein so einer, der dann die UBS würde nehmen. Die UBS will auch wachsen in Amerika. Ja. Könnte man Gedankenspiele machen. Ja. Also, jetzt hast du gesagt, ja, also das nächste Mal gibt es ja dann gar keine andere Variante mehr als verstaatlichen. Das heisst eigentlich, du glaubst nicht an die Regulierung des Abwickeln. Es ist einfach so, so eine Bank kann man gar nicht abwickeln und so gesehen fallen lassen. Ja, also ich meine, ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man es noch verbessert oder noch weiterentwickelt, aber es ist einfach zu kompliziert. Und man hat es ja gesehen, es geht dann wahnsinnig schnell und man muss sehr eine einfache Lösung haben. Und die Verstaatlichungslösung heisst ja nicht, dass der Staat das 100% übernimmt und dann muss Frau Bundesrätin die Bank führen.
da haben wir haben ja sehr viel Erfahrung seit den 90er Jahren. Eben die Asienkrise war eben ein Fall, es sind x Banken zusammengebrochen. Und man muss einfach, man muss eben auch auf der Passivseite einfach ein Commitment haben vom Staat. Das ist der Punkt. Oder bei der UBS damals 2008 war das ganz wichtig. Man hatte ja nur eine Wandelanleihe, man hatte nicht mal eine Aktienbeteiligung gehabt, wo man gesagt hat, wenn ihr in 3 Jahren noch nicht so weit sind, dann müssen wir uns beteiligen. Das war ganz wichtig. Man kann nicht nur auf der Aktivseite quasi Sachen rausnehmen, die die Bank belastet, sondern man muss immer gleichzeitig. Das ist für mich das Modell und das ist erprobt worden. Und jetzt kommt immer noch die Commerzbank. Die ist immer noch verstanden. Ja, dort hat man es eben nicht gut gemacht. Die Deutschen haben 2008, 2009 jeden Fehler gemacht. Also das weiss man aus der Geschichte. Also die haben zuerst nur eine Bad Bank gemacht. Und dann haben sie gesagt, die Staatsgelder brauchen, sollen sich bitte melden. Ja, das ist natürlich Selbstmord. Oder? Du musst sie zwingen, damit man gar nicht weiss, ob sie es brauchen und so weiter. Also ich finde, man muss das Tabu brechen, zu sagen, ja, also das nächste Mal dürfte der Staat gar nichts dazu. Ich bin überzeugt, er wird eine wesentliche Rolle spielen, hat auch bei der Fusion eine Rolle gespielt mit den Garantien. Und darum bitte jetzt gescheiter darauf vorbereiten, wie wir die Feuerwehr einsetzen, statt wieder überlegen, oh, das dürfen wir gar nicht, oh, das sollten wir gar nicht. Und die Abwicklung, die kann man schon weiterführen, aber das kann nicht die letzte, die entscheidende Lösung sein. Also weiterhin noch ein bisschen Sandkästeln. Ja, am Schluss geht es nicht. Aber gut, ja. Interessant ist der Punkt, dass du sagst, schau, seien wir doch mal ehrlich, die Feuerwehr, die braucht es sowieso. Ja. Und warum tun wir so, wie wenn wir eigentlich auf die Feuerwehr verzichten können? Also wir lügen unsere Taschen. Mit was hat das zu tun? Also ich meine, wir sind doch so wie ein gebildetes Land, oder? Ja. Mit langer Finanz- und Bankenerfahrung. Was ist das? Ja, es ist halt störend, wenn der Staat Banken muss stützen oder private Unternehmen, die gleichzeitig vorher eben die Boni und die Löhne, ich meine, das stört mich auch wahnsinnig. Aber man kann ja das auch ändern. Man kann sagen, wenn dann der Staat einspringt, dann zahlen wir aber die letzten 10 Jahre Boni alle zurück. Irgend so etwas, oder? Und zwar, da musst du jetzt ankündigen. Du musst sagen, wenn wir kommen, dann gibt es das und das und das und das und das. Das müsst ihr jetzt einfach wissen. Und statt eben wieder zu sagen, wir kommen wahrscheinlich gar nicht und wir kommen dann gleich. Also da bin ich total bereit, dass man sehr hart ist, oder? Und das macht man in der Regel übrigens auch bei Staatsbeteiligung. Es ist häufig so, dass die Boni fertig ist, aber man kann ja noch weitergehen, zurückgehen. Aber es ist das natürlich. Es ist sehr, ich meine auch bei der CS, es ist einfach stossend. Oder? Die haben Verluste geschrieben, da gibt man einem Tiam damals, weiss ich noch, ich muss ein Interview geben, wie können sie das rechtfertigen? Ich sage, kann ich nicht. Gibt man ihnen einen Bonus. Und die Begründung war, ja, er hat den Turnaround eingeleitet. Oder? Das geht einfach nicht. Die Rückforderung von der Boni ist jetzt in der politischen Arena, oder? Mhm. Vielleicht kein Wunder, weil ein schärferes Mittel wäre ja auf eine Art UBS aufteilen. Sagen, ja. Das ist für die Schweiz sowieso zu gross. Also selbst im Szenario, dass die Schweizer Feuerwehr kommt, das nächste Mal, geht das gar nicht von der Grösse her. Ja. Wir machen 2 UBS. Ja. Was haltest du von dem Vorschlag, dass man eigentlich sagt, es gibt vom Aktionär aus denkt, vom Besitzer? 2 Aktien. Ja. Das ist nichts Neues. Ich meine, bei der Novartis hat es schon 2 Aktien gegeben, wenn man etwas wieder abspalten. Kennt man zur Genüge. Geht eigentlich auch gut. Dann habe ich als Kleinaktionär von der UBS am nächsten Tag 2 Titel im Depot. Mhm. Einmal international, einmal Schweiz. Wäre das etwas? Ja, also ich glaube, vom Bankgeschäft her ist es völlig uninteressant, so eine Aufsplittung. Das heisst, die würden sich dann ganz neu aufstellen. Und da finde ich, muss man einfach ehrlich sein, auch bei der Kapital, wenn man sagt, Eigenkapital auf 10%, 15%, 20%, kann man machen, aber man muss einfach wissen, dann gehen sie. Und dann gehen sie mit dem Hauptsitz, Oder sie haben den Hauptsitz da, aber machen. Da finde ich irgendwie, da müssen wir einfach ehrlich sein, wenn wir die UBS, und dann müssen wir sie aber irgendwie nicht so regulieren, aber nicht sagen, machen das, und wenn ihr dann gehen, sind ihr die Schuld. Sondern da muss man einfach ehrlich sein. Was interessant ist, es gibt ja den Vorschlag, dass man nicht eine Single Point Entry hat, also dass quasi die Finanzierung nur an einem Ort läuft, und dann läuft er dort, und dann wird das Geld quasi konzernintern verteilt, sondern dass jede Tochtergesellschaft auch im Ausland dann eben das Funding selber muss machen. Aber dann ist es auch, das wäre auch eine Art von Selbstständigung, aber wäre noch zusammen. Das wäre vielleicht der Weg. Also man hat ja gesehen, am Schluss hat der Kampf ums Kapital eben eingesetzt bei der CS. Genau. Die Amerikaner haben gesehen, es ist ja gar nichts mehr rum, was ist denn da los? Oder? Die Engländer haben ähnliche Debatten. Ja. Darum die Telefon vermutlich dann am Schluss. Also das war ein bisschen Showtime gewesen, aber gleich. Es hat sie gegeben von der Frau Yellen und vom Hurt, heisst der, glaube ich, in England. Ja. Und so gesehen ist effektiv das mit dieser Eigenkapital, wo eben eigentlich mehr oder weniger
auch ein nur auf dem Papier da war, oder? Das ist nicht greifbar gewesen, oder? Das wäre eine Variante. Das könnte man verbessern. Genau, genau. Und das andere mit den 10 Jahren zurück Boni schnappen, ja, ich denke, das debattieren wir jetzt. Wie wäre es dann noch beim Strafrecht etwas zu machen? Oder was man auch immer wieder gehört ist, kann doch nicht sein, dass man eine Bank, eine Escherbank, geradeaus in die Wand hineinfräst. Von den aktuellen, also von den letzten Chefen, aber weit zurückgenommen, oder? Über die letzten paar Jahre. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Leben für mich als Verantwortlicher geht weiter. Ja. Also ist das auch für Strafrecht etwas? Oder würdest du sagen, nein, die machen das ja nicht extra? Ja, das ist einfach wahnsinnig schwierig. Oder was ist Unfähigkeit und was ist vorsätzliche quasi, Handlung? Das finde ich wahnsinnig schwierig. Aber nein, man könnte natürlich sagen, dass man von der FINMA aus mehr Kompetenz hat und sagt, schauen Sie, Sie müssen gehen. Auch bei der Auswahl schon. Oder? Das ist zum Beispiel in London so. Also wenn du im Verwaltungsrat willst von einer Bank, dann wirst du geröntgert bis zum Schluss. Und wenn du keine Bankerfahrung hast, kommst du einfach den Job nicht über. Also dort würde ich eher bei der Aufsicht ansetzen. Und dort kann man ja relativ klare Kriterien erstellen. Wenn das und das nicht erfüllt ist, kommt die Person gar nicht rein. Und dann gibt es vielleicht auch so ein Sünderegister. Und wenn das wirklich, dann musst du einfach individuell raus. Das fände ich jetzt viel besser. Aber ich komme gleich noch mal mit dem Strafrecht, weil jetzt haben wir in der Sonntagszeitung können lesen können. Das Haus war ein Kartenhaus von der CS. Es ist wirklich darum gegangen, wo tun wir das Kapital hin, haben eigentlich viel zu wenig. Geben aber gleich Dividenden, vor allem geben Boni. Ja. Und das haben die Leute dort ja nicht einfach nicht gewusst, sondern die haben das gemacht. Das war ein Konstrukt gewesen, zuoberst angefangen von den jeweiligen Präsidenten, CEO und vor allem Finanzleuten. Ja. Ist das legal? Ja, wenn es nicht legal ist, kann man es ja jetzt schon. Also da weiss ich jetzt zu wenig, wo genau die Grenze ist. Aber wenn das klar illegal ist, dann habe ich überhaupt kein Problem, dass man das einklagt. Also auf jeden Fall. Also ich weiss jetzt nicht, da weisst du wahrscheinlich mehr, man muss jetzt das Strafrecht noch anpassen, dass man jetzt so einen Fall erinnern könnte. Das ist ja bewusst die Irreführung der Aktionäre. Das sollte ja eigentlich einklagbar sein. Oder dann ist es eben das nicht, weil die Behörden im Bild waren und mitgemacht haben und dann ist halt das Strafrecht auch nicht das richtige Instrument. Ja. Okay. Gut, jetzt würde ich sagen, reden wir noch über etwas, das mit dem Thema ein bisschen verlinkt ist, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, die AHV-Rente. Abstimmung. Da hat es ein überwältigendes Ja gegeben. Du bist dann in der NZZ auch interviewt worden. Wenn ich dich richtig da interpretiere, siehst du ein bisschen einen Zusammenhang zu dieser CS-Rettung. Also für die haben wir alles gegeben und dann für die AHV nichts. Jetzt wollen wir auch etwas. Aber es ist nicht das entscheidende Kriterium für dich. Nicht ganz. Ich glaube, es ist eher, also es ist ja lustig, es sind ja auf der rechten Seite, das ist das Entscheidende gewesen. Also bei der SVP-Basis, das hat man ja viel gehört und die haben sich ja gemolden. Ich weiß nicht, ob dort CS, das ist noch schwer zu sagen, aber was sicher dort verbreitet ist, ist einfach, man ist nicht bereit, jetzt dem Bundesrat zu folgen oder sogar der eigenen Parteileitung. Irgendwo hat man gefunden, jetzt lange es. Und es gibt ja verschiedene Sachen, was ist dort. Ich habe dann noch die Personenfreizügigkeit gebracht oder die Initiative 2014, die nicht umgesetzt worden ist. Also man verlangt von dieser Seite sozusagen, das müssen jetzt halt schlucken. Aber jetzt, was wichtig ist und wo ihr vielleicht sogar einen Vorteil hättet, oder da müsst ihr jetzt mitmachen. Ich glaube, dort fehlt die Loyalität natürlich und das hat eine Vorgeschichte. Und das ist auch lustig in der direkten Demokratie. Du weißt manchmal nicht, was sich das äußert. Wer hätte das gedacht, oder? Das hat jetzt so nichts mit der CS und mit der Personenfreizügigkeit. Aber vom Timing her? Aber vom Timing her. Und das gehört dazu. Und das ist halt, da muss man dann halt sagen, das ist das Handwerk von der Schweizer Politik, müsste ja sein, dass du im Parlament oder im Bundesrat rechtzeitig merkst, wie die Stimmung ist. Dann musst du halt einen Gegenvorschlag machen, dann wäre kein Problem gewesen. Aber das ist halt, das gehört zu der direkten Demokratie. Ich finde, es gerade ein bisschen teure Denkzettel, oder? Also du bist, wenn ich dich richtig verstanden, bist du dagegen gewesen, dass man da... Ich bin natürlich dagegen gewesen. Weil, ja, was heisst natürlich? Wir haben doch irgendwie auch Altersarmut. Wir haben irgendwie... Ja, aber wir haben es wir sparen da jetzt seit Jahr und Tag bei der AV, wo ein super Konstrukt ist. Also wirklich, es ist ein Megakonstrukt. Absolut. Im Vergleich zu der zweiten Säule finde ich, die erste Säule ist sensationell. Ja. Es ist ja praktisch kein Unterschied. Es ist auch die Jungen zahlen die Alten aus. Ja, aber bei der zweiten Säule tust du selber deine Renten ansparen. Ja. Und ich finde auch die Performance, wenn du jetzt nicht gerade in einer grossen Firma bist, die top Leute hat, frage ich mich manchmal, wie kann das sein, dass da nicht das ständig wächst, das Altersvermögen? Aber de facto ist es genau, wir haben genau die gleichen demografischen Probleme. Und der Grund, warum natürlich die PK ein Riesenproblem hat, ist, dass wir nicht durch zusätzliche Steuereinnahmen das immer wieder... Oder bei der AV, es wäre ja auch schon lange nicht im Lot, wenn wir es so geplant hätten wie am Anfang. Und wir tun ja auch jetzt Bundesbeiträge und wir haben ja die Mehrwertsteuer erhöht und die Lohnprozente. Also,
So unterschiedlich sind die gar nicht. Es geht ja darum, dass du irgendwie am Wirtschaftswachstum profitierst. Und bei der AHV machen wir es über Lohnabgabe, die Löhne steigen mit dem Wirtschaftswachstum. Und beim anderen machen wir es über den Aktienmarkt. Und das sollte ja auch mit dem Wirtschaftswachstum. Also, es ist im Prinzip es ist nicht so ein grosser Unterschied. Nein, jetzt nochmal zurück zur AHV. Ja, ich finde es auch eine irrsinnig gute Sache. Aber ich finde einfach, wir haben auch in der Sozialpolitik haben wir jetzt auch sehr viel gemacht. Und wieso haben wir das gemacht? Weil es immer noch Probleme gab. Aber im Wesentlichen haben wir ein System, das wirklich gut funktioniert. Also du siehst das mit der Altersarmut nicht? Du hast ja, das Gefühl, dass es sehr viel gibt, die einfach nicht gut über die Runde kommen, weil sie eben eine kleine Rente haben? Also ich sehe einfach, also gut, ich muss es ja über Zahlen machen. Oder? Weil wenn du immer mit Einzelnen, ich kenne auch Leute, die nicht so viel Geld haben, aber du darfst das nicht verallgemeinern. Und dort ist so, man sagt, etwa, ja, wie viel, 10-12% haben Ergänzungsleistungen. Und dann gibt es die, die es nicht beziehen. Die haben aber zum Teil Vermögen. Zum Beispiel eine Wohnung und wollen die nicht verkaufen. Oder du musst ja dann dein Vermögen runterfahren. Oder ich kann sagen, das ist ungerecht. Okay, über das würde ich sofort reden. Aber es sind jetzt einfach 5 Milliarden. Und wir haben ja eine Armee, die nicht funktioniert. Wir haben auch andere Ausgaben, Energiewende etc. Es ist nicht so, dass wir einfach. Es ist eine teure Lösung, um ein Problem nur zu lindern. Auch, oder? Meine, für das ist ja auch die 13. Rente viel zu wenig, um wirklich den Leuten zu helfen, die zu wenig haben. Also ein bisschen pflästere Politik, ja. Ein bisschen irgendwie auch populär, ja. Populistisch. Ja, aber ich kritisiere den Entscheid nicht wirklich. Weißt, das, ja, nein, wir sind ja Schweizer. Es gibt Abstimmungen, das ist ja Schöne, das ist das Wunderbare. Du hast es ja erwähnt in deinem Einstiegsvotum zu dem Themenkomplex. Man hätte das durchaus können bewältigen in Bern, wenn man zum Schluss kommt. Das ist eigentlich viel zu teuer für das, was es bringt. Ja. Wir haben schon viel gemacht durch einen Gegenvorschlag. Wie hätte denn der Gegenvorschlag müssen ausgesehen, damit eben jetzt ein anderes Resultat rausgekommen wäre? Ja, man hätte zum Beispiel die Minimalrente sogar ein bisschen mehr, mehr Spielraum gehabt, die wirklich zu erhöhen. Die ist wirklich tief, oder? Das ist keine Frage. Bei der Ergänzungsleistung hätte man zum Beispiel können sagen, wir machen das ein bisschen eleganter, es ist sehr kompliziert. Oder? Also da hätte ich schon, aber das muss man halt spüren und wenn man das nicht spürt, dann kommt halt der Deckel. Und ich meine, das wird Wirkung haben, das ist auch gut so, so ist die Direktdemokratie. Ja. Du sagst ja, jetzt sind wir mittendrin in den nächsten Geländekammern, oder? Ja. Der Entscheid ist gefallen, jetzt geht es um die Umsetzung, jetzt geht es um die Finanzierung und wenn man da nicht miteinander sich immer wieder in anderen hineindenkt. Ja. Und dann haben wir dann nochmal Zoff in den Hütten und dann kommt es nicht gut aus. Was meinst du mit dieser Aussage? Ja, wahrscheinlich muss es ein Paket geben. Man kann jetzt einfach die Lohnprozente rauf. Das finde ich jetzt auch nicht so eine gute Idee. Wir sind ja ein Exportland. Wir sind teuer, oder? Von den Löhnen her und von den Franken her. Und das verteuert halt einfach alles. Das müssen sich die Leute auch ein bisschen bewusst sein. Also das ist nicht einfach eine gute Steuer. Mehrwertsteuer hat auch wieder Nachteile. Also, und dann ein bisschen sparen muss man vielleicht doch auch. Oder ich glaube, man muss irgendein Paket schnüren, wo alle ein bisschen dabei sind. Den Schmerz verteilen. Du hast auch gesagt, ja, es ist ein Unmut rum, gerade in den konservativen Kreisen, in den älteren Kreisen, weil man sieht, in Bern hat es Geld für alles. Was ist denn da für uns? Oder? Also, Ukraine, ja, ganze Flüchtlings-, Migrationsproblematik, Kohäsionsmilliarden, Afrika, Entwicklungshilfe und. Okay, jetzt will ich auch mal profitieren. Ist es eine Stimmungslage, die man zusammenfassen mit Switzerland First? Das ist ja schwierig, das ist ja gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch noch ziemlich verwirrt auf das Ganze. Weil, weißt, es ist ja immer schwierig, man hat einen Entscheid, wo eben auch passiert ist, weil man das politische Handwerk hat einen Fehler gemacht hat. Und dann wird das sehr schnell aufstilisiert zu einem Wendepunkt. Also ich beschäftige mich sehr, ich will jetzt auch herausfinden, was los ist. Aber weißt, man muss dann aufpassen, weil man einfach sagt, ja, das Letzte, das in die andere Richtung läuft, das ist der Grund. Und die grosse Frage ist jetzt, das eben so ein Ausrutscher, weil die das nicht gut gemacht haben in Bern, oder ist es wirklich eine Trendwende? Das ist wahnsinnig schwierig zu sagen, weil wir haben ja vor einem Jahr zum Beispiel die Abstimmung gehabt, Renten alter Frauen 65. Das ist dann wieder angenommen worden, oder? Und dort haben die Konservativen mitgemacht, sonst wäre das nie gekommen. Also ich finde es wahnsinnig schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich die Schweiz sozusagen völlig etwas anderes geworden ist. Sie hat sich schon extrem verändert in den letzten 20 Jahren, das muss ich auch sagen. Aber, inwiefern? Was würdest du sagen, ist in diesen 20 Jahren passiert in der Schweiz? Das Wachstum ist wahnsinnig. Dann ist es totale Internationalisierung. Also das ist wahnsinnig. Oder? Ich meine, wir sind fast wie Singapur langsam. Weißt du, richtig ein Stadtstaat, wo eine Plattform ist für alles. Und
Von dem profitieren wir auch sehr viel, aber es hat den Charakter vom Land extrem verändert. Also es gibt Verlierer, oder? Es gibt Leute, ja, die da sagen, wir haben doch ich und meine Vorfahren und so, Schweizer, haben doch da das Land überhaupt aufs internationale Parkett gebracht, quasi, oder? Und jetzt profitieren alle anderen. Hat das Hand und Fuß? Nein, das hat nicht Hand und Fuß, weil wir haben ja immer eine hohe Einwanderung gehabt. Jetzt ist sie einfach extrem hoch. Also das, das ist eine Zahlenfrage, das kann man nicht interpretieren. Aber wir verdanken unglaublich viel der Einwanderung. Und ich meine, du hast wahrscheinlich Einwanderer in deiner Familie. Ich habe das. Das haben alle. Also das ist ja eine irrsinnige Stärke von dem Land. Es ist das Tempo, das so schnell ist. Und nein, das finde ich kein gutes Argument, aber und auch mit den Verlierern würde ich aufpassen. Also im Moment ist es sicher dramatisch in gewissen Ballungszentren mit den Wohnungen. Ich bin einverstanden, das ist wirklich nicht lustig, da gibt es Verlierer. Aber weißt, insgesamt ist es so, also die Löhne sind nicht runter, das haben wir heute auch wieder gehört, das ist wieder eine neue Statistik, sondern alle Löhne sind hoch, real. Es hat keine Arbeitslosigkeit gegeben durch die Einwanderung. Also man muss aufpassen, verlieren. Was heisst verlieren? Wo wir sicher verloren haben, wir haben auf dem Arbeitsmarkt, wenn du hier aufwachst, musst du nicht Schweizer sein, wenn du hier aufwachst, bist du jetzt einfach im internationalen Arbeitsmarkt, in deinem eigenen Land. Also ein Konkurrenzkampf, der brutal ist, oder? Wo andere dich nicht so kennen. Aber das macht uns ja grundsätzlich gut. Da verstehe ich noch, wenn dann jemand sagt, ja Gott, ich komme nicht vorwärts. Oder? Und früher war das gemütlicher gewesen. Da habe ich einfach ein bisschen Glück gehabt und wenn ich mich bewährt habe, dann habe ich relativ schnell grosse Chancen bekommen. Ist nicht vor sogar vielleicht ein bisschen am Kippen, dass, sagen wir, wenn du jetzt im Unispital Zürich merkst, wenn du selber dort Gast bist, weil irgendjemand vom Velo oben runtergehst oder was auch immer, dann hast du eigentlich in der Regel deutschsprachige Leute um dich herum, oder? Also ohne glaube die Deutschen würden das Spital zusammenbrechen, oder? Dass man dann sagt, du, aber Gottfried, das kann es doch auch nicht sein, wo sind denn eigentlich unsere Schweizer? Ja, weißt du, es ist so schnell gewachsen, willst du die Leute so schnell ausbilden und bei der Person Freizügigkeit ist ja so, dass natürlich, wenn du höhere Einwanderung hast, hast du eine gewaltige Nachfrage nach neuen Fachkräften. Und das ist ja logisch, dass du es inländisch nicht immer kannst. Aber ich bin ja Historiker, ich will es nur verstehen. Es ist jetzt einfach so, es ist extrem schnell passiert. Ja, aber als Historiker kennst du auch die sozialen Spannungen, die es kann geben kann. Ja, und dort wird es ja heikel. Ja, oder? Ansonsten kannst du sagen, ja, Singapur ist ja super, dann geht es uns gut. Oder? Ja. Aber müsstest du oder würdest du sagen, du, vielleicht muss man in der Politik anfangen, sich Gedanken machen und vielleicht auch in der Wirtschaftselite, das Wachstum, das enorme, die Beschleunigung, die es gegeben hat, wie du sagst, in den letzten 20 Jahren, dem die Spitze zu brechen. Einmal eine Verlangsamung würde einiges vielleicht an Spannungen, die sich anfangen aufstauen, zum Teil vielleicht explodieren, wie in der AV-Abstimmung, who knows, oder? Ja, genau. Dass man das würde, sicher mal überlegen, wäre es nicht gut, ein bisschen weniger, weniger wachsen und mal, das heisst auch im Wohlstand auch ein bisschen etwas verzichten? Nein, das finde ich falsch, also, das stimmt einfach nicht, also das bin ich wirklich völlig anderer Meinung. Regt es dich auf? Nein, regt mich auf, weil man wird immer behaupten, wir brauchen so viele Einwanderer wegen Produktivitätswachstum. Und wenn du mit anderen Ländern vergleichst, die ähnlich reich sind und ähnlich, wir könnten mit der Hälfte vom Wachstum genau die gleiche Produktivität fahren. Es geht ja darum, was leistest du pro Arbeitsstunde mehr. Und da brauchst du nicht so viel Einwanderung. Und auch in der Schweizer Geschichte, wenn du zurückschaust, haben wir zum Teil viel weniger, also meistens weniger Einwanderung gehabt. Wir haben höheres Produktivität. Also das meine ich falsch. Sonst finde ich auch, man bremst, aber sag mir eine gute Idee. Es ist noch schwierig, wenn wir Personenfreizügigkeit haben. Und ich finde, es hat sehr viele Vorteile, eben auch für uns. Oder? Wir können überall arbeiten, es ist schon fantastisch. Oder? Aber wir wollen ja da bleiben. Ja, in der Breite. Ja, einige gehen in die Welt raus, aber viele wollen da. Aber du kannst auch weg und wieder kommen. Aber was ich finde, ist, was die EU einfach bereit sein muss, uns zu geben, ist gewisse Instrumente, wenn wir so Spitzen haben. Es hat ja früher schon die Ventilklausel gegeben, dass man einfach sagt, dieses Jahr gibt es einen gewissen Deckel. Und man muss über das reden, aber es ist so schwierig, über das zu reden. Die Leute haben immer das Gefühl, entweder Personenfreizügigkeit oder gar nichts. Und der mittlere Bereich. Es wäre ein grosser Fehler für die Schweiz, ein Land, das von seiner Offenheit lebt, wenn man über Wirtschaft nachdenkt, einfach zuzutun, quasi sich das geht schon. Also, es geht, man kann natürlich ein anderes Einwanderungssystem, das geht auch, über das kann man auch reden. Einwanderung wollen wir ja sowieso. Also quasi Einwanderung nach Leistungen, so ein bisschen wie es Kanada vielleicht macht oder Australien, dass man sagt, du musst einfach zeigen, dass du... Ja, ist aber schwierig, oder? Das ist dann schwierig. Okay, gut, das wäre das, aber ist es vielleicht das Problem, dass wir die Debatte gar nicht richtig führen? Weißt du, was du jetzt gesagt hast, der
Stein Reichenberger, ein Ökonom, ja, oder vielleicht ein Kollege von dir, sagt ja immer, wir haben durchaus ein Wachstum nur in die Breite. Ja. Pro Kopf ist es gar nicht so fantastisch, es ist ein bisschen, oder? Es ist auch ein bisschen zu pessimistisch. Wir haben ja schon pro Stunde, also pro Arbeitsstunde, also wenn man pro Kopf rechnet schon, aber dann ist nur mit Teilzeit und so weiter. Aber pro Stunde haben wir schon das Produktivitätswachstum. Die Löhne steigen ja auch, weil Produktivität, aber sie wachsen nicht so, wie einem gesagt wird. Das ist super. Wir haben so, es ist, wenn man einfach BIP pro Kopf hat, stimmt, ist das nicht besonders beeindruckend. Also die Spitzenbrechen quasi von der Dynamik, das wäre eine Debatte, die wir führen müssen. Ja, man muss gute Instrumente entwickeln. Und da ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt die Diskussion in Gang zu bringen. Aber du, der schon so viel über das nachgedacht hat, hättest du sicher irgendeinen Vorschlag für das Instrument? Ganz konkret, was ist die Schweiz in der Verhandlung? Jetzt laufen Verhandlungen in Brüssel, oder? Ja, es geht wirklich es geht um den Rahmenvertrag. Am Schluss ist das Thema, Elephant in the Room, oder? Ich meine, der Brexit hat es wegen dieser Einwanderung. Ja, richtig. Das ist bei uns auch. Warum gewinnt die SVP bei Europaabstimmungen? Wegen dem, der Angst vom Urschweizer vor Konkurrenz, vor Einwanderung, vom Verlierer da sein und so weiter. Was auch immer. Es gibt sicher noch viele andere Argumente. Aber du als erfahrener Typ bei diesem Punkt hättest doch das Instrument auf Lager. Ja, ich würde die Ventilklausel wieder einführen, also so Obergrenzen bei extrem. Oder es ist ja lustig, die Einwanderung ist ja nach dieser Spitze am Anfang, so um das Jahr 2010, 11, 12. Und dann ist ja gerade zufälligerweise die Abstimmung gekommen. Das war ja genau nach einem Jahr, wo Rekordeinwanderung war, 2014. Und ist auch unter anderem wegen dem angenommen worden. Jetzt haben wir es ja wieder gehabt bei den Wahlen. Das hat die FDP wahnsinnig geschaut. Dass man das so spitze kann verhindern, weil sobald es tiefer ist, also haben wir bei 50'000, jetzt haben wir immer so 100, bei 100'000 wird es immer brenzlig, bei 50'000, mit denen sind echt die Leute mehr oder weniger, können sich gut arrangieren. Aber, und dann müssen wir halt sagen, es gibt Obergrenzen. Oder? Und wie gesagt, es ist ein dynamischer Prozess. Wenn sehr viele kommen, dann ist die Nachfrage nach noch mehr Leuten extrem viel höher, weil eben, wir haben ja die Leute gar nicht, die Zusatzdienstleistungen. Jeder, der kommt, tut dann eigentlich sofort noch Bedürfnisse wecken und Nachfrage provozieren. Spital und so weiter. Genau. Also, das ist eigentlich das, wie soll ich sagen, sich beschleunigende Rad, oder? Wo dann eben wirklich kann extrem werden, sodass der Bürger dann irgendwann auch an der Urne sagt, stopp, oder? Ja. Gut, Ventilklausel, interessant, 50'000. Die EU tut das natürlich nicht akzeptieren, aber dann müssen wir halt vielleicht mal sagen, gut, wenn ihr uns aus der Forschung ausschliesst, dann machen wir das jetzt da. Dann kann man mal zusammen reden. Ja gut, das wäre dann das wir machen wie immer, aber ja, gut, also bei der Börse haben wir es dann gemacht, also es ist funktioniert. Es hat funktioniert, natürlich, ein bisschen härter verhandeln, das ist das. Aber wieso kann das die EU nicht akzeptieren? Das, natürlich sagen sie, nein, wir haben letztendlich unser unseren Vertrag, der für alle gelten, und wenn ihr mit uns ins Geschäft kommt, dann müsst ihr die Grundsätze akzeptieren. Aber nein, Ventilklausel tönt doch gut in den Ohren von doch schon ein bisschen älteren Semestern, ja, das kommt jetzt wieder für. Vergessen, oder? Also, nein, wieso soll ich das Schweizer fordern? Es gibt kein einziges Land, das Problem hat, oder? Das ist schon absurd, oder? Es sind zwei Länder, die bei der Einwanderung innenpolitisch einfach zu offen bekommen. Das ist die Schweiz und das ist Großbritannien. Großbritannien ist so draus. Und bei uns, glaube ich, ist wegen der Personenfreizügigkeit, wenn das Rahmenabkommen zwei noch einen EU-Beitritt je möglich. Weil die Leute wollen nicht noch mehr. Wenn schon weniger, aber nicht noch mehr. Aber dann kann doch die Schweiz aber das, hat das erklären. Das verstehen die gar nicht. Die verstehen es nicht, aber das müssen wir ja. Es ist ja immer eine Frage. Du hast ja vorhin ein Beispiel gebracht von der AHV-Rente, wie das schief rausgekommen ist. In deinen Augen, oder? Ja. Okay. Und das wäre zu verhindern gewesen, wenn Bern wachsam wäre und sehen hätte, wie die Entwicklung ist. Genau. Dann, so muss man doch auch verhandeln in Brüssel als Schweizer und sagen, schau, jetzt erklären wir euch mal das Problem. Ja, das oder? Gut, oder? Und dann nachher sagen wir nennen es nicht Ventilklausel, weil ihr habt das Problem mit dem Wort. Wir geben einen anderen Begriff. Oder? Also quasi bei zu hoher Dynamik. Ja, es gibt einen Paragraph schon drin, oder? Wo wenn eine Seite sagt, dann muss man miteinander reden. Ja. Gut, da kann ich jetzt nichts sagen. Ich bin ja nicht bei diesen Verhandlungen dabei. Aber interessant. Aber vielleicht nur noch das, weißt, du musst auch wissen, die EU-Länder haben kein Einwanderungsproblem. Das ist das Absurde, dass wir als Nicht-Vollmitglied haben, wir haben unglaubliche Einwanderung. Und sie haben das Problem und sie verstehen es auch nicht, weil uns geht es ja so gut. Oder? Man muss schon sehen, uns geht es wahnsinnig gut. Und eben, die Einwanderung bei allen Nachteilen, die bringt uns auch viel. Es kommen ja gute Leute. Und das verstehen sie. Wenn du denen sagst, wir wollen nicht so viele Leute, dann sagen sie, ja, ihr seid doch froh. Das genau, ihr kommt ja die Guten über, hey, ihr probiert ja, was haben wir überhaupt für ein Problem? Gut, und dann sehen sie den Stress dort, den wir in der Hütte haben. Genau. Gut, jetzt schauen wir mal, also, der Blick ist nach Brüssel gerichtet.
Zum Schluss, der dritte Themenkomplex, Tobias Strahmann. Anschliessend an das, die Schweiz, unglaublich, oder? Ja. Irgendwie bei allen Krisenherden auf dem Globus, auf dem Planet, hast du das Gefühl, du, wir sind die Insel der Glückseligen, ja, nach wie vor. Schauen wir auf Deutschland, oder? Man hat das Gefühl, oh, Autoindustrie, das, was mit dem Strom gemacht haben, jetzt müssen sie wieder Kohle fördern, sie haben irgendwie von A bis Z alles falsch gemacht. Frankreich, Anschläge mit Islam-Problematik. Italien, okay, immer eigentlich ein bisschen am mal schauen, aber die haben eine gute Familie zusammenhalt, ja, das schaffen sie dann durch den Weg wieder. Also rundum Krisenherd, ich rede jetzt noch gar nicht von der NATO, oder? Und Ukraine. Ist das eigentlich einfach so, dass wir das halt einfach toll machen, oder ist es ein bisschen fahrlässig, wenn wir meinen, das ist einfach ein Naturgesetz, dass die Schweiz super ist? Also das ist sicher fahrlässig. Also man muss ja das sehen. Wir haben einfach Glück, also unsere Generation hat Glück, dass wir ein Land geerbt haben mit Institutionen, die wirklich sehr gut funktionieren. Also wir haben wirklich den Föderalismus, es gibt gewisse Wettbewerbe, es gibt, die Macht ist nicht so zentralisiert, das ist gut. Dann die direkte Demokratie, du hast immer wieder die Misstrauensvoten. Politiker können nicht die Bevölkerung einfach zu lange ignorieren. Sie können es ein bisschen, sie probieren es auch immer wieder, aber dann kommt, darum ist ja das auch gut, der Entscheid ist ja in dem Sinne auch gut. So Sachen haben wir, dann sind wir ein relativ kleines Land, das ist halt auch einfacher zu regieren, das siehst du ja mit allen europäischen Ländern, die klein sind. Also wir haben da sehr viel ererbt, was nichts mit unserer Leistung zu tun hat, das muss man also ganz ehrlich einfach mal zugeben. Dann bei der Geopolitik sind wir einfach, haben wir natürlich Glück von der Lage her. Es sind mehrere Länder zwischen den schwierigen Ostgebieten, wo es immer wieder Krieg gibt und uns und so weiter. Also wir haben auch in historisch, wir haben immer Glück gehabt, beide Weltkriege sind immer über Belgien gelaufen, nicht über uns. Also das ist auch nicht unsere Leistung. Oder? Und ich glaube, das ist eigentlich das Geheimnis von der Schweiz, dass es eben keinen Plan gibt. Oder? Dass wir machen alle unser Zeug und das irgendwie ist noch gut koordiniert. Und die anderen machen im Moment grosse Fehler. Weil sie etwas wollen, weil sie nachher eben einen Plan haben. Ja, das ist, wenn Deutschland oder Frankreich oder Italien regieren, ist das also schon schwieriger oder, als die Schweiz. Oder? Das muss man einfach sagen. Und andere Geschichten. Und dort ist auch, wenn man einen Fehler macht, hat es auch grosse Auswirkungen. Wir machen ja auch viele Fehler, aber sie können immer wieder ein bisschen korrigiert werden. Eben, weil wir auch ein kleines Land sind, ja, ist dann vielleicht der Fehler, den wir machen, ist dann auch nicht ganz so eine grosse Wirkung, die es erzeugt. Plus, wir haben effektiv dann eben die Institutionen, die du genannt hast, eigentlich das, was wir uns in früherer Zeit darauf geeinigt haben, gibt es immer noch mit dem Gegengewicht von den Ständen oder von den Kantonen, die können bremsen, tendenziell konservativ. Wenn man aber findet, es ist genug Heutunen wie bei der AHV, dann schädert es. So ein bisschen Zeug. Oder beim EWR ist es dann sehr schnell am Kantons, bei den Kantonen gescheitert und so. Also da haben wir wirklich Institutionen gebaut, das Land gebaut. Das ist das Verdienst von unseren Vorvätern, oder? Die haben das eingekriegt. Aber eben ein bisschen das Bild von Vorteil von keinem Plan haben und sich so ein bisschen wie, lassen wir es ein bisschen laufen und irgendwie gehen wir nicht voraus, wir schauen, was die anderen machen und dann tun wir uns ein bisschen durchmogeln. Das ist noch gut für die heutige Zeit, nach wie vor für die Zukunft, oder bräuchten wir ein bisschen mehr Plan mit dem Blick nach vorne? Wir sind ja schon dran. Wir machen ja grosse Fehler. Also wenn ich an die Bildungspolitik denke, dann kann ich nur den Kopf schütteln, was wir hier machen. Oder? Die Hoffnung ist einfach, weil so viele mitreden können und die Betroffenen auch stärker mehr Recht und Mitverantwortung haben, dass man das dann ein bisschen korrigieren kann. Aber ich bin manchmal auch ein bisschen, ich frage den Amix auch, oder, was machen wir da eigentlich? Also Bildungspolitik will man irgendwie... Also Volksschule, weil die Kinder nicht mehr lernen? Ja, die Volksschule wird die ganze Zeit neu erfunden, wie wenn man das vorher nicht gewusst hat, wie man gute Bildung macht. Und da hat man so viele Fehler und man macht es immer noch weiter. Wir müssten mal wieder ein bisschen überlegen, was sind die wesentlichen Aufgaben. Und gerade weil wir ein Einwanderungsland sind, muss man doch völlig neu überlegen, wie man die Leute mitnimmt. Und wenn man es immer komplizierter macht, wird es ganz sicher nicht funktionieren. Also nur zu sagen, wir haben schon Pläne und wir gehen in die falsche Richtung. Die Hoffnung ist einfach immer, dass bei uns eben die Sachen wieder korrigiert werden können. Und wir haben auch bei der Energiepolitik sind wir ja schon dran. Wir lassen es nicht einfach laufen. Es ist zum Glück einfach nicht möglich gewesen, so eine krasse
eine Weichenstellung zu nehmen wie Deutschland. Oder? Und ich meine, gerade bei der Energie, wo man ja nicht recht weiss, wie sich das entwickelt, es gibt so viele technologische Fortschritte in allen Bereichen, ist sicher nicht schlecht, ein bisschen zu warten und alle Rösser noch im... Also das meine ich, es ist nicht so, dass wir ja nicht die ganze Zeit am diskutieren, wie machen wir es besser. Aber es geht einfach immer lang bei uns. Ja, und das führt dazu, dass eigentlich in dem Moment, ja, wo du merkst, es ist vielleicht gar nicht so schlau, jetzt einfach alle AKWs abzustellen, ja, wie das jetzt Deutschland gemacht hat, die, genau, haben es einfach durchgezogen, genau, haben wir wieder die Möglichkeit, plötzlich sagen, ja, du, also jetzt mal Maschine halt, und dann, ja, kommt der Erste, der sagt, du, wir müssen vielleicht nochmal darüber nachdenken, ja, genau, und jetzt haben wir ja wieder die AKWs, also, in der Debatte. Was natürlich ein riesen Nachteil ist, unser System ist bei der Aussenpolitik, oder? Wir sind bei Krisensituationen, das siehst du, Finanzkrise, wenn es sobald um Kooperation geht, bei der Bankgeheimnisgeschichte, du siehst jetzt auch bei der ganzen Ukraine-Sache, da sind wir natürlich, weil alle mitreden, wir haben, und da musstest du bei der Außenpolitik zum Teil relativ schnell eine gewisse Klarheit haben, das haben wir natürlich nicht, aber das ist ein Nachteil von unserem System, und wenn wir zu lange haben bei gewissen Konflikten, heisst es dann einfach so, jetzt machen wir das. Aha, darum brauchen wir immer wieder, also gehäuft, nicht immer wieder, ja, aber es hat ein bisschen Einzug gehalten, dann brauchen wir Notrecht, weil, ja, wir genau, nicht vorbereitet, nicht, ja, gesehen, was, ja, kommt, der Sturm, ja, braut sich zusammen, wir leben noch in der Wolke, ja, oder irgendwo in der Body, keine Ahnung, ja, und dann nachher ist es plötzlich zu spät, und, ja, dann kommt die Regierung und sagt, so, jetzt ist es. Ja, die Amerikaner haben uns jetzt ein paar Mal gesagt, das haben wir genug gewartet, oder? Trotzdem, bist du optimistisch für das kleine Land in den Bergen? Oder, ja, in den Bergen ist jetzt viel gesagt, aber wir haben eine schöne Berge, eine schöne Landschaft, ja, mit in dem Westeuropa. Bist du optimistisch für uns oder denkst du, wow, das sieht nicht gut aus? Nein, ich bin schon optimistisch, also im Sinne von, eben, das funktioniert. Ich bin auch für Europa optimistisch. Also ich glaube jetzt, wenn es eine Krise ist, heisst das immer auch, dass dann wieder starke Kräfte gefordert sind, die auch gut zu machen. Oder? Und wir haben jetzt ein bisschen 30 Jahre, ist es alles so gut gelaufen. Und dann hast du auch in der Politik nicht mehr so gute Leute. Oder? Und sobald es wieder um etwas geht, dann passiert auch wieder etwas. Und ich meine, auch die Corona-Krise, ich meine, es war schon beeindruckend gewesen. Wir sind da wirklich ein sehr verwöhntes Land. Aber was dann darauf ankam, ist unglaublich, wie gut das funktioniert hat. Und auch in Europa, zum Teil hat man dort natürlich übertrieben. Also die Spanier, es war schon extrem, wie die Leute gesperrt haben. Aber es hat funktioniert, die haben die Unterstützung behalten. Europa, vielleicht gerade braucht es wieder ein bisschen mehr Ernst, wo die Leute merken, ja, also wenn wir uns anstrengen, das bringt auch etwas. Oder? Es geht immer ja ums Führungspersonal am Schluss. Oder? Genau. Du sagst, die Krise bringt dann auch wieder gute Leute führen. Ja. Siehst du schon die guten Leute am Horizont oder in der Regierung? Ich sehe das nie. Erst wenn es dann passiert. Also, ich meine, in Deutschland, ich finde es natürlich gut, dass wieder mehr gestritten wird. In den Merkel-Jahren sind ja immer alle gleicher Meinung, das ist ja nicht gut. Es ist auch etwas Gefährliches, wenn in der Politik nicht mehr richtig gestritten wird. Und das ist auch bei uns gut. Oder? Das System zwingt die Leute öffentlich zu streiten. Und das ist, ich habe immer das Gefühl, das ist ein Zeichen von Schwäche und von Krise. Das ist genau das Gegenteil. Oder? Und ich glaube, in Europa ist jetzt wieder sehr viel im Gang und Parteien müssen sich neu überlegen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. So ist es, Stefan. Vielen Dank. Ja, merci auch.